Willkommen, Freunde, und somit zu Part 5 von Code Vein. Ein bisschen zocken hier, ein bisschen Spaß haben. Mal gucken, wie es weitergeht. Ist ja vom Schwierigkeitsgrad her, sage ich mal, nicht gerade einfach. Mit der Dame hatten wir schon gesprochen. The rest is up to her. Let's continue our search. Is this elevator running? Auch geil, dass mein Mitspieler da oben stehen bleibt. Das finde ich ja wieder sehr bezeichnend. Er taucht wieder auf irgendwo. The government set these up here and there. They'll help us in our business. Ach, das auch. Alles klar. So, hier war der Schlag. Hier war Rollen, genau. Mal ein bisschen die Steuerung abchecken. Ist jetzt kein Zombie hier, ist aber sehr ruhig, muss ich sagen. Weil es stehen noch irgendwelche Ghouls hier immer rum. Kann aber sein, dass das jetzt kommt. Ja, alles klar, da geht's nach draußen. This place has changed completely too. Yeah. Seems like everything's changed since the Great Collapse. The only thing that stayed the same is our appearance. Come on. We won't find the source by reminiscing. Ja, ich habe auch gesehen, dass da eben eine Mistel ist. Müssen wir da noch aktivieren? No. Why didn't I? Is this really my? Mittlerweile die Kraft, das Ganze zu bändigen, ne? Finde ich sehr positiv. Am Anfang dachte ich ja, dass die Probleme mit diesen Steinen haben. Ah ja, genau, das ist dann immer wieder so eine Art Märchen. Ein Paralleluniversum oder irgendwie sowas ist das, oder Erinnerung. Thanks. Ah, jetzt die Tür auf. And then, what did the professor say? He said, well, there's no cure like the obscure. Another groaner. I hope the experiment ends soon. So, how are you feeling? I'm fine. Could be worse. Your sister has been taking good care of me, so... Don't worry. I'm the only one who can do it. And I have you and the others watching over me. So I'll be okay. Anyway, enough about that. I want to hear more of your stories from school. Jetzt geht's hier weiter. Oh, you're here early again, Louis. School on a break right now? Yeah. The professors are devoting all their time to research lately. How's Cruz? Well, we're having a hard time suppressing what's causing the rejection. Ordinarily, we wouldn't let you see her. I see. Thanks. I appreciate it.
Ich sag's mal so, diese Erinnerungsstücke sind ja nicht schlecht. Aber das ist ein Teil an dem Spiel, was ich jetzt nicht so feiere, muss ich sagen. Ich frag mich auch, warum man das so gemacht hat. Also, es gibt vielleicht Leuten, denen gefällt das, aber ich finde das ursprüngliche Spiel ohne diesen Szenen ja viel besser. Ich finde, das hätte man sich auch sparen können. Ist aus Sicht der Programmierer natürlich gut zu verstehen. Das streckt das Spiel noch ein bisschen. Aber notwendig finde ich das, halte ich das für nicht. Also ich halte es für nicht notwendig. So, jetzt. Gott, kann ich mehr reden. So, jetzt fange ich wieder hier an und gehe wieder hier rein. Geht die Tür leicht auf, dann gehen wir mal rein. Jetzt fangen wir wieder hier an. Wir reden jetzt mit denen nicht, wir gehen einfach geradeaus. Ich will nämlich wieder zurück in das richtige Level. Sehr gut, da sind wir. Nobody would want to relive that. I couldn't stop Cruz from going into a frenzy. So many people lost their lives, including my sister. I wanted to forget my frailty. But if we can find the source and ensure a stable supply of blood beads, then revenants will be freed from their thirst. Once that happens, there will no longer be any need for Silva's levy system, and humans and revenants will finally be able to live together in peace. I'm going to take responsibility for my past. I think it's the least I can do. Then stop talking about it. Let's get it done. Are we ending this nightmare or what? You can't charge forward if you're always looking back. Yeah, I know. Sehr gut, so, dann gehen wir mal zum Mistel hier. Aktivieren die erstmal. Ach, das ist nur die Karte für die Umgebung. So eine Original-Mistel hier? Nee, ne? I can't turn away anymore. Come on, let's hunt down the source. Verlustsplitter, die sammeln wir ja ganz häufig rein. Hier ist auch noch einer.
Ah ne, das ist eine Frostpatrone. Auch Platz, sehr gut. Ja, ist schon krass, ey. Die spawnen natürlich auch hier. Wenn du Pech hast, dann kriegst du gleich auf die Mütze. Ja, gehen wir mal lieber hier lang. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein paar Secrets oder so, aber ich möchte auch nicht alles ausräubern hier. Weil fällt auch ganz oft mal auf die Nase hier oder mal runter im Abgrund, ja. Okay, sehr gut. Okay, let's move. Lustig runterfallen, ey. Das wäre echt ein Albtraum. Aber gut, ich habe einen sehr starken Mitspieler. Kommen ja momentan sehr gut durch, aber das muss nichts heißen. Ja, die droppen ab und zu auch mal ein paar Sachen, die man einsammeln kann. Hier ist ein Verlustsplitter. Wie hinterhältig, ne? Das ist so. Du siehst so, da kommt wer um die Ecke und dann wäre es schon wieder fast zu spät gewesen. Aufpassen. You can't regenerate? Let's consider heading back. Scheiße, ich habe auch nichts anderes mehr, wo ich mich mit heilen kann. Hier lässt sich nicht zerschlagen. Which way to go? Genau, entweder links rum oder rechts rum. Ah. That's quite valuable. Use it well. Königseisen, okay. Das ist Icho-Konzentrat, Gegengift. Anti-langsam, medizinlang, Status, Halt, Werteffekt bei rechtzeitiger Nutzung ab. Okay. Das sind Messer. Was haben wir da? Chemisches Licht. Flock. Ob das auch ein bisschen heilt. So, wir gehen erstmal hier lang.
Ja, links oder rechts, das ist die Frage, aber ich dachte, wir gehen jetzt hier mal rechts lang. Nein, nicht schaden. Ah, shit. Okay, we're in lost territory now. Na, jetzt bin ich gestorben, ja? Oh Mann, ey. You're back. Okay, haben wir Glück gehabt. Das war da nicht ganz. Das war wieder ganz hinten anfangen. So, hier ging's ja nicht runter, ne? Ja. Können aber auch mal wieder so machen, dass wir einfach an den Gegnern vorbeilaufen. Und nicht wieder alle bekämpfen. Okay, wenn es natürlich so ein schmaler Grat hier ist, dann so ein schmaler Pfad meine ich, dann ist ja keine Möglichkeit. Musst du ja dagegen kämpfen. Wahrscheinlich auch ein ganz anderer Weg, den wir jetzt hier gehen, der aber auch nicht verkehrt sein muss. Ja, noch eine Treppe runter. Also du hast hier wirklich viele alternative Wege bei Cold Vein. Das finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Okay, das ist natürlich realistisch, ne? Wenn angegriffen wird. Halt mich wieder bitte, Gott sei Dank. Genau, ich werde angegriffen und gehe an die Truhe. Das kann ja natürlich nur dämlich sein. Völlig realistisch. Okay, das ist dann mehr so Art Bonus gewesen. Also wir können hier wieder hochgehen. Into any enemies around here. That's quite valuable. Let's use it well. I sense hostiles overhead. Ich hasse das, wenn die mir auf die Mütze hauen. So scheiße an. Ja, wir machen jetzt mal Folgendes. Hier laufe ich auch erstmal weg. Take them all down at once. Ausweichen. Sehr gut. Ah, shit. Einfach mal abhauen. Jetzt sind wir hier wieder gelandet. Okay. Das ist eine andere Stelle.
Das muss eine andere Stelle sein. Hier können wir eine Mistel aktivieren, sehr gut. So, dann müsste ich auch wieder 5-mal Energie haben. Ah ne, muss ich mich an der Mistel ausruhen. Machen wir das nochmal. Gucken wir mal, vielleicht haben wir auch irgendwelche Talente, die wir noch erwerben können. Ja, da fehlen uns noch Materialien. Ja, hier auch, genauso. Nö. Okay, was haben wir denn? Stufenanstieg? Wird denn jetzt wieder 5? Ah, jetzt haben wir wieder 5, okay. So, dann können wir weiter, würde ich sagen. Deswegen, das ist so... Ich glaube, das ist das Geheimnis an dem Game. Du kannst natürlich alle versuchen, irgendwie umzubringen. Aber einfach an den Gegner mal vorbeizulaufen, das ist echt manchmal Gold wert. Oha, ich ahne was Böses. Ja, irgendein mieser, fetter Endgegner. Kann ja ein Spaß werden. Ein bisschen ausweichen. Das sind zwei sogar. Übel, übel, ey. Mann, 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 ey. Hier kannst du noch nicht mal ausweichen. Du willst ja Energie auftanken. Hast du doch schon wieder vergessen hier. Ja, kriegen wir den? Könnte klappen. Na, ich habe meinen Mitspielern eben noch so viel Energie gegeben. Das war, glaube ich, ein Fehler, den ich dann machen sollen. Na, mal gucken, ob wir die jetzt packen. Ich glaube, man muss wirklich ein bisschen mehr blocken. Habe ich auch viel zu wenig gemacht in letzter Zeit. Aber ich glaube, es bringt ein bisschen was. Jetzt schlägt er hier irgendwie bei mir nicht richtig zu. Kann ich mehr schlagen, was soll das denn? Ah, jetzt geht's wieder.
Hier gerade verbuggt hat. In letzter Zeit öfter bei irgendwelchen Endgegnern gemerkt. Oh. Mann, ey. Diese Steuerung, ey, könnte ich manchmal echt teilweise so dämlich. Denn da vergangen, ey, das ist ja so. Okay, jetzt wird er. Jetzt holen wir noch uns. Also gut, es gibt mal einen Special Move. Das war nicht immer. Das ist auch ein fetter Typ, ey. Ich denke, wie klein wir sind. Der ist doch zu packen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gleich haben wir ihn. Los, komm, komm. Ah. Yo. Alles klar, wir haben ihn. Sehr geil. Mann, der ging mir auf den Piss, ey. Unglaublich. One problem solved, huh? Ah, da haben wir den nächsten Baum. Das ist ja auch cool. There it is. A blood spring. So, where are you dragging us off to next? What? Yeah, we have a new way. The blood vein here leads to the old city ruins. Huh? Wait, hold on a second. Shouldn't it lead from the old city ruins? Das hört sich mal übel an, wenn man sich verschluckt. Singing. Hey, look at that. Eine schöne Stimme. Ich hoffe ja, dass da irgendwie. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe ja, dass da eine Mistel ist, dass wir uns da ausruhen können.
Und dass wir da speichern können, weil ich denke mal, das reicht auch für heute. Careful. It's the Hunter. Is that woman his partner? Oh, ist wohl doch nicht seine Partnerin. Oder doch? What your story is, but let go of the woman now. Boah, so ein mieser Typ, ey. Mit dem können wir uns doch gar nicht anlegen. Ist abgehauen. Where'd they go? What just happened? Krass, einfach weg, der Typ. So, da ist der Baum. What was the hunter doing? It's concerning. We need to focus on our own business. Hier haben wir aufgenommen. Ist hier keine Mistel zum Speichern? Ja, schade. Wäre nämlich ganz cool, wenn wir das abspeichern können, dass wir das schon geschafft haben. Auch keine Mistel, ne. Ah, da ist wieder einer, alles klar. So, Freunde, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe heute so ein bisschen leichten Husten immer noch. Bin immer noch nicht so ganz fit. Abonniert den Kanal, lasst mal ein paar Kommentare da und vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ciao.